dieser Skepsis, über die wir anfangs gesprochen haben, möchte, dieser Europa-Verdrossenheit, kann man ja auch ein Stück weit sagen, versucht die Europäische Union jetzt mit mehr Bürgernähe und mit mehr Mitsprache zu begegnen. Und deswegen hat ebenfalls heute am Europatag eine Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union begonnen. Und hier werden die Bürgerinnen und Bürger aus den Mitgliedstaaten in den Mittelpunkt gestellt. Das heißt, sie können ihre Vorstellungen und ihre Anregungen zur Zukunft Europas dann äußern. Herr Gotthardt, halten Sie denn dieses Format für geeignet, um jetzt das Vertrauen in die Europäische Union wiederherzustellen? Oder ist es möglicherweise auch so, wenn sich die Bürger hier viel einbringen können mit Ideen, dass dann möglicherweise Erwartungen entstehen, die später nicht erfüllt werden können? Also ich beantworte die zweite Frage zuerst. Ja, die Gefahr ist da. Also man hat die Erwartungen in der Ausgestaltung der Konferenz zur Zukunft Europas schon ziemlich hochgeschraubt. Ich glaube trotzdem, dass es gelingen kann, diesen Prozess zu einem Fortschritt für Europa werden zu lassen. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, ich glaube mehr daran als so manch einer in der Europäischen Kommission oder in Brüssel. Ich habe das Gefühl, in dem ganzen Wirrwarr mit Corona ist diese Lust an der Konferenz zur Zukunft Europas in Brüssel etwas geschrumpft, aber das ist schade. Ich glaube, wir sollten diese Lust durchaus wieder hochfahren und auch diesen vielleicht nicht einfachen Diskurs mit den Bürgern wagen. Was, glaube ich, entscheidend ist, und da muss ich sagen, da habe ich heute ein bisschen meine Zweifel bekommen in Straßburg bei der Zeremonie. Es darf keine abgehobene Diskussion sein, die sich mit irgendwelchen rein theoretischen Konstrukten beschäftigt oder der Frage, sollen es jetzt 23 oder 26 Kommissare sein? Das, glaube ich, ist dem Bürger und der Bürgerin draußen auf den Straßen am Stammtisch im Dorf eigentlich ziemlich wurscht. Entscheidend ist, beantwortet Europa die Fragen, die ich in meinem ganz konkreten Leben habe? Und um die Fragen muss es gehen. Und wenn ich die beantworten möchte, ist eine wirklich geerdete Debatte ein guter Ansatz. Und ich hoffe, dass Brüssel diesen Sprung schafft, wirklich aus der Brüsseler Blase heraus runterzugehen, an die Stammtische, in die Supermärkte, wohin auch immer, und mit wirklich zu erfahren, was wollen die Leute haben. Also dann mehr wieder auf den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin schauen und überlegen, wie wirkt sich das Ganze ganz konkret auf das einzelne Leben ja dann auch wirklich aus, auf unsere Verhältnisse. Was liefert Europa? Was liefert Europa für jeden Einzelnen? Herr Dr. Huber, ich glaube, ich darf es so sagen, Sie sind ein großer Verfechter der Demokratie. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, Sie setzen sich ein ja für Demokratieprojekte, auch für Kinder und Jugendliche bei sich in der Heimat. Wäre denn Ihrer Meinung nach auch eine stärkere Demokratisierung der Europäischen Union nötig, eher nötig als solche Projekte wie diese Konferenz? Ich denke, wir brauchen beides. Beides ist notwendig. Diese Demokratieprojekte, die Sie angesprochen haben mit Kindern, mit Jugendlichen, laufen aktuell in Salzburg sehr gut. Es ist natürlich schade, dass das nicht im Sinne einer Präsenzveranstaltung möglich ist, aber digital funktioniert es eigentlich gut und das, denke ich, sollen wir nicht aufgeben. Auf europäischer Ebene glaube ich, dass wir mehrere Punkte, also ich habe mir hier sozusagen drei Punkte auch hier vorgemerkt, die ich auch kurz anreißen möchte, die es hier gilt zu verändern, zu verbessern. Der Tobias hat gesagt, wir müssen sozusagen zu den Bürgern gehen, wir müssen den Bürgern zuhören, am Stammtisch, im Supermarkt. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Es gehören aber auch die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger verbessert. Und ich denke hier zum Beispiel das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative oder auch es gehört die Möglichkeit der Europäischen Volksabstimmung etwas konkretisiert, verbessert und erleichtert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die Europawahlen müssen aus unserer Sicht reformiert werden. Und zwar denke ich, dass ein Teil der Abgeordneten
mit einer gesamteuropäischen Liste gewählt werden sollte. Wir denken hier sozusagen die Möglichkeit, dass man eine Zweitstimme abgibt. Wir merken ja immer wieder, dass sich das Ergebnis der Europawahl nie mit dem nationalen Wahlergebnis sozusagen deckt. Das ist dann oft von Stimmungen, von Hypes letztendlich abhängig, wie dann gewählt wird. Und so wird das auch nicht immer in diesem Sinne auch wiedergegeben. Und das Dritte ist, das EU-Parlament sollte aus unserer Sicht in zwei Kammern aufgeteilt werden. Und zwar sollte die zweite Kammer die Interessen der Mitgliedstaaten vertreten. Die würden sozusagen direkt vom Parlament entsprechend, also vom nationalen Parlament entsprechend entsandt werden und würden dann hier auch diese Zusammensetzung widerspiegeln. Das sind sozusagen drei wichtige Dinge, die wir glauben, die eine bessere Akzeptanz von Europa auch bewerkstelligen könnten. So, wenn man das Thema unserer heutigen Veranstaltung aufgreift, Baustelle Europa, dann gleich mehrere Baustellen, an denen angesetzt werden kann, um das Vertrauen in die Europäische Union wieder zu stärken. Herr Beck, können Sie dem noch was hinzufügen? Was müsste Ihrer Meinung nach passieren, um dieses Vertrauen in die EU wieder zu stärken? Ich denke, wir brauchen mehr visible und kohärente Auslandspolitik auf der EU-Ebene. Es scheint mir, das ist jetzt besonders von der tschechischen Seite her ganz gut zu sehen, wir brauchen eigentlich mehr Koordinierung in dieser Agenda, die ganz wichtig ist. Die neuesten Ereignisse in Tschechien mit dem russischen Einfluss sind ein Zeichen dafür, dass wir mehr Koordinierung in der Auslandspolitik brauchen. Das finde ich auch wichtig.